Herzlich willkommen zur Pressekonferenz in dieser englischen Woche. Dann die letzte am Freitag, das Auswärtsspiel beim TSV 1860 München. Uns werden rund 800 Fans mit begleiten. Und auf dem Podium darf ich dann wiederum unseren Trainer begrüßen, Frank Kramer. Und ja, dich bitten, einen kleinen Ausblick auf den Freitag schon mal zu geben. Danke. Zur personellen Situation sind wir gestern aus dem Spiel ohne weitere Blessuren rausgekommen, dass natürlich trotzdem alle natürlich auch eine gewisse Müdigkeit haben am Tag nach dem Spiel. Ja, das ist auch ganz normal. Wir haben gestern sehr viel aufgewendet, auch also was jetzt die objektiven Daten betrifft. Sind wir fast 120 Kilometer gelaufen, haben unheimlich viele Sprints gemacht. Und was uns aber bewusst ist, ist auch, dass da in der ersten Halbzeit vor allen Dingen wahnsinnig viel ins Leere gelaufen ist. Und wir natürlich aufgrund der, der Ballverluste, die wir hatten in der Forwardsphäre, natürlich auch brutale Wege nach hinten wieder machen mussten, die wir vermeiden hätten können, wenn wir sorgsamer mit dem Ball gewesen wären und eher das Tempo in unsere Reihen reingebracht hätten. In der zweiten Halbzeit denke ich dann auch, im Laufe der Zeit, da haben wir uns reingebissen, haben mit viel Wucht ja, und mit viel Willen dieses Spiel versucht zu drehen und haben es aber leider nur bis zu einem 1-1 gebracht, weil dann auch wieder ganz am Schluss, so die letzten 7-8 Minuten, wo man dann in Überzahl nochmal richtig weiter Druck machen konnte, wir mussten ja eigentlich dranbleiben, ja, wir waren ja gerade in einer guten Phase auch, dann auch so ein kleines bisschen wieder unsere Linie verloren haben und deshalb dann auch da nicht mehr so viele klare Möglichkeiten rausspielen konnten. Das ist schade, weil wir uns natürlich vorgenommen haben, dass wir die 3 Punkte hier behalten, auch wenn wir gewusst haben, dass es ein hartes Spiel wird. Und jetzt haben wir in 2 Tagen das nächste vor der Brust. Und was dieses Ergebnis gestern wert ist, das kann man leider erst nach dem Freitagsspiel beurteilen, weil man dann so die Endabrechnung von der englischen Woche macht. Und da müssen wir alles dafür tun, dass wir da mit einem guten Ergebnis rauskommen, sodass dann insgesamt die Richtung zumindest passt. Wird aber allerdings natürlich auch, das ist jetzt natürlich so immer ein bisschen Ungewissheit, das ist ja auch ganz klar, wenn bei einer gegnerischen Mannschaft der Trainer kurz vorm Spiel gewechselt wird, ja, dann ist die Sichtung, die man bis dahin geleistet hat, ja, zu einem gewissen Maß natürlich auch wieder zu hinterfragen, ja, weil natürlich sich da auch wieder neue Aspekte dann auftun und jeder Trainer natürlich auch seine eigenen Ansatzpunkte hat, seine eigene Idee hat, die er dann versucht mit der Mannschaft konsequent umzusetzen und das wird in dem Fall auch so sein. Und deswegen ja, muss man da hellwach sein, hochkonzentriert sein und muss stark bei sich bleiben und seinen Weg ganz, ganz konsequent gehen und zwar von der ersten bis zur letzten Minute. Und ich glaube, das ist auch das, was einfach wir als Mannschaft da noch klar verbessern müssen. Das ist einfach die Konstanz auch innerhalb eines Spiels. Ja, einfach eine klare Linie 90 Minuten durchzuziehen. Vielen Dank. Gibt es Fragen von eurer Seite? Florian Jennemann, Nürnberger Zeitung. Du hast die Ballverluste gestern schon angesprochen. Die Mannschaft hat gestern eigentlich unisono gesagt, das müssen wir abstellen, konnte sich aber nicht so recht begründen, warum diese vielen Ballverluste zustande gekommen sind. Da hast du eine Erklärung dafür. Ja, wenn man sich das Spiel anschaut, das sind natürlich unterschiedliche Ballflüsse. Also einmal wird natürlich der Druck höher, wenn man zu engmaschig spielt. Aber ich glaube, wir haben immer wieder verpasst, die Seite rechtzeitig zu verlagern auf die Seite, wo eben weniger Gegnerdruck da ist, wo der Gegner nicht so massiert ist. Das haben wir immer wieder verpasst, haben es nicht ganz zu Ende gespielt. Haben den Ball halt dann auch hin und wieder in den Fuß gespielt, wo man hätten auch in Lauf spielen können. Ja, und das Zweite ist auch, dass man natürlich auch gerade so die eine oder andere Umschaltsituation von uns, ja, dass wir die einfach nicht klar genug ausgespielt haben. Ja, ein Ticken zu spät gespielt, ein Ticken zu früh gespielt. Das Timing hat dann nicht gepasst.
Wir haben es zwar, glaube ich, schon mit den Laufwegen sehr oft vorbereitet, aber haben es dann am Ball nicht ruhig und sauber genug durchgespielt. Achim Bergmann. Braucht die Mannschaft einfach momentan eine Halbzeit, um sich auf den Gegner einzustellen? Oder sind vielleicht ihre Halbzeitanspannungen einfach besser als die vorne? Ja, dann nehmen wir noch das nächste Mal, das ist ein guter Vorschlag, ich nehme ihn gerne auf. Das nächste Mal nehmen wir dann die Halbzeitansprache und machen sie vor dem Spiel. Ja, wenn es so einfach wäre, gell, dann wäre das schön. Man hat dieses Gefühl, das stimmt, wobei wir sehr, sehr akribisch in der Vorbereitung sind, was den Gegner betrifft, was unser eigenes Spiel betrifft, auch die taktische Einstellung, die ist sehr akribisch. Ich glaube, dass manchmal auch so ein bisschen der Mut fehlt, ist dann entschlossen anzugehen und ja, vielleicht auch so noch zumindest die Überzeugung, dass man das dann auch so durchziehen kann. Ja, und immer wenn man dann so ein kleines bisschen angestochen würde vom Gegner in der ersten Halbzeit, dann packt man das aus. Ja, und das müssen wir natürlich von Anfang an machen. David. Goran Cukalo und Kasper Spilko saßen ja gestern wegen ihrer Blessuren zunächst nur auf der Bank. Wie sehen Sie denn die Situation bei den beiden? Sind die wieder in der Lage, auch zu beginnen am Freitag? Ja, definitiv. Also wir wissen, dass die zwei Jungs natürlich wichtige Spieler sind. Ja, Goran, absoluter Leader. Und der Pritsche ist auch wirklich gut in die Saison gekommen und hat auf seiner Position das richtig gut gemacht auch. Das wissen wir. Und deshalb sind es natürlich absolut auch wieder Startelf-Kandidaten. Ja, aber wir haben da immer wieder auch betont, dass es wichtig ist, dass eine Mannschaft einfach nicht nur aus 11 Leuten besteht, sondern dass da noch mehr dazu gehören. Und ja, das muss man den Jungs dann auch immer wieder mal dokumentieren. Die müssen einfach auch immer wieder die Chance sehen. Und ich glaube, dass das auch ein über die ganze Saison entscheidender Faktor ist. Kommen wir vom Kicker zur Bild. Wie sieht es denn beim Schröcki aus? Der wurde ja heute Morgen dann nochmal behandelt nach dem Spiel. Hat er einen Schlag aufs Knie bekommen? Ja, das sind immer so diese Blessuren, die du dann aus so heißen Spielen damit rausnimmst. Der Schröcki auch, der hat, glaube ich, also statistisch waren es 44, gefühlt waren 140 Zweikämpfe geführt. Ja, dass du da irgendwann einmal dann auch, gerade wenn man so beweglich ist, einen mitkriegt, klar. Ja, das müssen wir jetzt die nächsten zwei Tage intensiv behandeln und dann hoffen wir natürlich, dass wir den Schröcki da in München dann auch am Start haben. Okay, nochmal zum Trainerwechsel. Wie schätzen Sie denn das ein? Ist das jetzt nochmal gefährlicher? Also ist der Gegner nochmal gefährlicher dadurch, dass jetzt der Interimstrainer nochmal kommt, wie es letztes Jahr auch war? Ja, natürlich. Das ist doch klar. Da tut sich was in der Mannschaft. Und da wollen sich die Spieler dann nochmal extra auch beweisen und sich positionieren. Das ist doch ganz logisch. Das ist auch ganz normal und verständlich. Und natürlich ist es dann nochmal ein Ticken gefährlicher und man muss nochmal ein Stück weit wacher sein. Ja, das ist natürlich auch was zu der Frage vorher vielleicht nur zu ergänzen ist. Ja, der Gegner stellt sich natürlich auch auf dich ein, nicht nur du auf den Gegner. Ja, und die lesen einen natürlich in der Vorbereitung auch, das ist ja ganz klar. Und wie gesagt, dann ist es umso wichtiger, dass man dann ganz konsequent seine Sachen macht. Alle Fragen? Nein, Flo. Stichwort Beweisen. Robert Schul hat gestern zum ersten Mal 90 Minuten von Anfang an gespielt. Wie zufrieden warst du damit? Ja, wir können alle nicht zufrieden sein, ja, wenn wir 1-1 gespielt haben. Und der Robert hat viel aufgewendet, er war viel unterwegs. Er hat immer auch versucht, sich gegenüber den Innenverteidigern auch durchzusetzen und zu positionieren. Ich denke, wir haben allgemein nicht wirklich gut verstanden, vor allem in der ersten Halbzeit nicht gut verstanden, unsere Stürmer in Position zu bringen. Ja, und da leidet natürlich auch der Stürmer gewisserweise ein bisschen drunter. Und klar, in der einen oder anderen Situation, ja, da
hat natürlich auch der Robert, oder stellt sich natürlich auch der Robert vor, dass er dann einfach nochmal torgefährlicher wird. Ja, und es wird auch kommen. Aber es war schwer. Es war schwer für ihn. Er hat sich aufgearbeitet. Das muss man absolut positiv bewerten. Und wir waren einfach noch nicht so viel in den Abschlusssituationen. Das ist dann immer so die Geschichte, wo alle mitverantwortlich sind. Bild oder Fürther Nachrichten? Wer möchte zuerst? Besteht denn die Möglichkeit, dass die Spieler nach dem Sieg jetzt gegen 1860 nochmal aufs Oktoberfest können an dem Wochenende? Naja, wir haben am Samstag ganz normal auslaufen und dann frage ich die Spieler jetzt nicht jeden Einzelnen, was er jetzt mit dem Rest vom Wochenende macht. Okay. Aber jetzt haben wir erst einmal was ganz Wichtiges zu tun, nämlich das Spiel bei 60 ganz seriös und mit aller Entschlossenheit anzugehen. Achim? Letztes Jahr gegen 60 war es ja recht bitter, die Punkte, die man da liegen lassen, die haben halt auch wehgetan. Spielt das für Sie persönlich überhaupt noch eine Rolle oder sei es nur in der Form, dass Sie die Mannschaft nochmal daran erinnern? Da haben wir eigentlich noch was, wo man vielleicht noch eine kleine Rechnung aufmacht. Punkte, die man in der Vergangenheit liegen lässt, kann man leider nicht mit einem zukünftigen Spiel wiederholen. Das geht schon allein auf von Aalen zu 60 nicht, geschweige denn saisonübergreifend. Also, das ist eine andere Situation, das ist eine andere Mannschaft. 60 ist jetzt auch eine andere Mannschaft. Also, ich denke, man sollte solche Dinge nicht übertragen. Das hat letztes Jahr wehgetan, das ist überhaupt gar keine Frage. Da braucht man auch nicht lang drum rumreden. Aber nochmal, es ist eine neue Saison, da muss man sich alles neu und hart erarbeiten. Und wie gesagt, die Punkte vom letzten Jahr, die kommen nicht wieder. Sondern was einem für diese Saison Momentum geben kann, sind die Punkte in dieser Saison. Und dafür muss man alles tun. David. Ihre Mannschaft hat es ja in dieser Saison noch nie geschafft, einem Sieg gleich direkt danach einen zweiten folgen zu lassen. Ist das einfach Zufall oder sehen Sie da irgendeinen Grund dafür? Können Sie es irgendwie begründen, dass da die Konstanz noch fehlt? Genau, die Konstanz ist noch nicht da. Es ist natürlich auch alles noch nicht eingespielt, es ist alles noch nicht fein aufeinander abgestimmt, das muss man auch sagen. Und es fällt vielen Mannschaften noch in der Anfangsphase der Saison schwer, da Kontinuität reinzubringen, sowohl in die Spielweise als auch was die Ergebnisse betrifft. Und da machen wir keine Ausnahme. Deshalb gilt es auch darum, einfach jedes Spiel, und jetzt haben wir zumindest mal einmal gewonnen, einmal unentschieden. Jetzt geht es darum, Kontinuität in die Ergebnisse reinzubringen, eine gewisse Konstanz. Ja, und das muss man sich jedes Spiel neu erarbeiten. Und das muss auch in die Köpfe von allen rein, dass es einfach immer richtig hart ist in dieser Liga gegen den Gegner, den man vor sich hat, einen Sieg zu holen. Gut, dann vielen Dank fürs Kommen. Wünschen wir jetzt guten Appetit, einen schönen Nachmittag und am Freitag allen dann eine gute und sichere Anreise. Danke.